das ist halt dieses Vertraute, ne? Das ist ja auch Teil einer guten Freundschaft, ne? Also das Vertraute genauso wie Vertrauen, ne? Das sind natürlich ganz wichtige Punkte, dass da jemand ist, wo man weiß, auf den kann man sich immer verlassen, ne? Auch wenn mal irgendwas ist und man mal Hilfe braucht oder so, der andere ist immer da, ne? Und das sind natürlich auch diese vielen Erlebnisse über all die Jahre, was man so alles an Quatsch auch zusammen erlebt hat und was man alles so gemacht hat, gesehen hat. Und ich glaube, das ist das, was eine Freundschaft auszeichnet. Also ich glaube, ein Großteil ist auf jeden Fall die Menschen. Weil also die meisten meiner Partner sind zum Beispiel halt auch Freunde von mir geworden. Oder viele meiner Konkurrenten, jetzt Bob, sind auch Freunde von mir. Natürlich bekämpft man sich oder bekriegt man sich dann mal oder ärgert sich mal, aber am Ende des Tages ist man gut miteinander befreundet und kommt sehr gut miteinander aus. Also ich weiß immer, was ein guter Freund von mir ist, wenn ich ihn jahrelang nicht gesehen habe und wir treffen uns und es funktioniert einfach direkt wieder. Und da gibt es natürlich ja, so Attribute wie Zusammenhalt, Loyalität natürlich auch, Ehrlichkeit, ein ganz, ganz großes Thema und halt Vertrauen. Also das sind schon Sachen, wo ich sagen würde, die sind mir in der Freundschaft oder bei einem Weggefährten sehr, sehr wichtig. Wenn man zusammen an etwas Positivem halt arbeitet, ja, und gemeinsam positive Vibes, Musik, was auch immer, versucht in die Welt rauszutragen, dann wird es halt für alle irgendwie eine bessere Sache und einfacher, ja. Ich denke halt, das Wichtige ist halt, die Augen offen zu halten nach Leuten, die einem auf dem Weg, den man selber für sich so vorstellt, begleiten können, die aber den Weg vielleicht auch mal hier und da ebnen können oder den du den Weg ebnen kannst. Ja, Menschen, die die gleiche Leidenschaft haben und Bock haben, sich gegenseitig zu inspirieren und untereinander auszutauschen, das ist eigentlich was, wodurch halt jeder als Einzelner dann wiederum viel Energie freisetzen kann und viel schneller wächst und viel schneller besser wird in dem, was er macht. Deswegen versucht man auch hier und da Berührungspunkte im Real Life zu schaffen und dann auch wirklich mit den Leuten echt mal ja, sich zu connecten und wirklich rauszugehen und zusammen zu fotografieren. Freundschaft. Es ist wahrscheinlich die ehrlichste und einfachste Art der Beziehung zwischen Menschen. So. Und auch eine der verbindendsten, irgendwie so, habe ich das Gefühl. Also alte Kumpels von früher sind wahrscheinlich das Wichtigste, was es gibt. So, ne? Weil das ist so wie ein Bruder, den du dir aber aussuchen kannst. Das ist irgendwie schon ganz geil.